Ja! Also, dann müsste ja. Das wäre schön. Ich hatte echt Glück. Ja, wenigstens einer. Der Lootsauger. Ich hab euch doch gesagt, kommt zu mir. Aber wollten wir doch, aber sie sind doch hinter uns gerannt. Mit zwei Waffen. Oder ne, mit einer Waffe, glaube ich sogar noch. Ja. Hier liegt ein AK. Komm schon, besser. Dahin. Jetzt ist es ein Haus, Wahnsinn. Hier ist ein Haus, ich hab gleich eine AK gefunden. Top. Easy. Ein Haus, nix. Gar nix. Pistole. Also, okay, jetzt nicht sowieso schon fast durch. Ja. Wo wollt ihr hin? Hallo, ich möchte auch ein Haus haben, das ich looten kann. Hier ist noch ein zweier Rucksack bei mir im Haus. Komm mal. Da muss ich jetzt 10 Sekunden stehen, bis mein Haus endlich kommt und Bano kommt rein und mir alles weg. Nein. Ich habe übrigens gar nichts, ja. Also wirklich, außer den Helm, nichts. Gib mir deinen Helm. Ich hatte schon zwei Rucksack, hier liegt noch zwei Rucksack. Hast du gerade die Pistole aufgenommen, weil ich kann dir ACP-Munition geben. So, dann würde ich sagen, wir suchen uns ein Auto und fahren ganz entspannt auf die Military. Weil ich glaube, es wird Military. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Könnte man vielleicht vermuten. Okay, dann laufen wir mal noch so. Was für eine beschissene Zone! Ich habe doch leider total verranzt. Und das Flugzeug ist auch darüber geflogen, ne? Das ist doch nicht zu fassen. Ja. Das heißt, wir müssen auf dem Weg zur Zone noch looten. Josi, wenn du einen guten Vorschlag für deinen Buchclub haben willst, dann liest von Sebastian Fitzek den Nachtwandler. Das ist ein Horror-Thriller oder Psycho-Thriller, je nachdem, wie man es nennt. Der wurde mir von irgendjemandem empfohlen. Wahrscheinlich auch von mir. Sag mal kurz den Titel. Der Nacktwandler. Nachtwandler. Nicht, der ist nicht nachts, wie, nicht wie Nacht, sondern ich nachts. Ich habe Hörbücher von dem schon, glaube ich. Der Vielleicht lade ich mir das einfach bei Audible runter. Der ist echt cool, der Autor. Weil der sehr... Ach, du bist... Oh. Ja. Weil der unglaublich kurzweilig schreibt. Wow, Marius, das war richtig knapp gerade. Letzten Mal getroffen. Bei mir in die Hose. Irgendwie muss man ja an den Loot kommen. Und wenn man dich dafür töten muss. Wo ist denn das Flugzeug? Ich sehe es nicht, ich höre es, aber ich sehe es, da ist es. Irgendjemand gesehen, ob er irgendwas abgeworfen hat? Ich sehe gar nichts. Hier sind drei Paar Schuhe. Nice. Thanks for that call. Das habe ich mir immer gewünscht. Ich komme leider nicht ins Haus, weil der Zaun rundrum ist. Ich laufe gleich weiter. Schießt ihn kaputt. Ja, mit meinen Fäusten schieße ich ihn kaputt. Hier ist noch ein Helm. Hier ist ein Spider-Helm bei mir. Spider-Helm ganz oben, auf dem Haus mit den Garagen. Spider-Helm ganz oben, drei Paar Schuhe unten. Hör doch auf, diese scheiß Schuhe anzusagen. Manu, das sind 4 Paar. Nur so. Ich habe nur geschätzt, nicht gezählt, okay. Okay. Immer noch keine Primärwaffe. Ich auch nicht. Manu, wo waren deine Sachen? Wo waren die Schuhe? Den Helm ganz oben. Gerade. Ganz oben. Nicht der erste, sondern der oberste Balkon. War ein Zweierhelm. Da noch irgendwo ein Helm? Weiß ich nicht. Hier ist ein Einser, reicht mir erstmal. Hä, aber Helme habe ich schon einen Haufen angesagt. Ja, ich hab. Gehört. Ah ja, es ist wie immer, Marus, hörst mir nicht zu. Ja. Wäre schlauer, wenn wir an der Straße lang gegangen wären. Wegen Auto. Ach, hast recht. Ey, ohne Waffen können wir jetzt auch nicht sagen, wir setzen uns mal kurz auf die Brücke und nehmen uns alle Leute mit. Neben die anderen meinst du wahrscheinlich? Ja. Aber hey, wir haben heute schon gewonnen. Eigentlich haben wir alles erreicht. Das müssen wir mal ein bisschen Krankenscheiß machen. Eigentlich soll man aufhören, als er besten ist. Nee, wir machen jetzt eine Brückenblockade. Und verderben das für alle anderen. Irgendjemand auch die ganze Zeit an seinem Mikro. Ich wollte gerade sagen, wer unaniert denn daheim nicht? Ach, tschö, ich glaube, ich bin's. Wohl eher unheimlich. Ja. Immer noch, Josi. Ja, Mann, das liegt daran, dass mein Headset blöd sitzt, nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie korrigieren muss. Hast du dir denn für ein Headset geholt, dass du so damit... Noch keins, ich bin... Ich hätte noch eine Vector anzubieten, aber ich würde die jetzt hier liegen lassen. Braucht jemand noch eine Waffe, dann lass ich die Vector hier liegen. Ja, okay. Dann wo bist du denn? Da, wo grün markiert ist. Da drüben. Josi, okay, brauchen wir die Vector.
habe ein Haus mit 4 Rucksäcken gefunden, aber nichts sonst. Wir meinen 4 Rucksäcke. Loot-Tabellen. Und hier ist noch eine UMP. Hier ist noch eine UMP. Habe ich manchmal auch das Gefühl, dass es nicht so. Also ich meine, klar, es ist alles nur Zufall. Markier mir die UMP bitte mal. In dem Haus daneben. Also ist es das rechte Haus, ja? Das, wenn von dir aus gesehen ganz rechts das Haus, da liegt die Vector drin, da links liegt die UMP. Ich hab eine AK gefunden. Heißt das, du brauchst die UMP nicht mehr? Oh nein, ich hätte so gerne die UMP gehabt. Ich hab halt jetzt eine Primärwaffe. Ich hätte so gerne die UMP gehabt, aber ich bin so weit weg von euch. Hä, wo denn? Lügt doch nicht. Daniel. Doch, da bei der anderen Tür. Ach hier, ja. Nimmst du jetzt die UMP oder nicht? Dann werfen wir die Schrotflinte dafür weg. Na, wegwerfen brauchst du nicht. Irgendwas nehme ich auf jeden Fall nur als Zweitwaffe. Nein, dann nimm die, die UMP. Sorry for this Behindertheit. Also da, wo du jetzt stehst, ja. Na, da, wo Josi steht. Ich markiere jetzt das Haus. So. Danke. Es sind nur 2 Häuser da. Ich sag das, was nicht markiert ist. War okay. Ein bisschen weiter weg von euch. Achso. Ach, Manu, ey. Unglaublich. Der ist schon wieder rennt, ne, der Vogel. Wie in so einem Comic. Ich war doch gar nicht bei euch in dem Haus drin. Ja, weil dir die 2 Häuser zu wenig waren. Es war wieder nicht genug, Manu. Es war dir wieder nicht genug. Ich will. Ja. Er hat mich gerade in die Top 10 gebracht. Ich? Dass du gewinnen konntest. Ich war's. Ich ganz allein. Wer war denn dein Bodyguard, bis du da oben warst? Ich muss nach dem Kuchen gucken, aber jetzt ist gerade schlecht. Ja, dann leg dich hin, dann wird dich kein Mensch finden. Wäre gut, wenn sie sich jetzt im Real Life hinlegen würde. Boop. Dann noch in die Zone. Wer weiß, ob der Kuchen das so toll findet. Du hast nur Angst vor Verschwendung, Daniel. Ja, Daniel ist schon hier. Ich muss noch schneller looten. Frag mich, in wen sich Pennywise verwandeln würde, wenn Daniel dabei wäre. Eine Geldvernichtungsmaschine. Ja, so eine brennende Tonne mit Geld oder so. Ja. Nein! Oh Gott! Ich hab's immer noch nicht geschafft, den Film zu gucken. What? Nächstes Buch dazu, das ist noch viel besser als der Film. Ja, hab ich auch gehört. Das sollen richtig sexuelle Ausschweifungen sein. Du meinst der Gruppengangbang mit der 12-Jährigen, wo detailliert beschrieben wird, wie sie dann alle in sie reinspritzen und wie sie das so empfindet? Wahrscheinlich. Es ist dann total romantisch beschrieben, dass ihr Lieblingsstecher von den ihren Freunden, von ihren 5 oder 6 Freunden dann als letzter dran ist. Das findet sie am romantischsten, nachdem die anderen 5 dran waren. Von welchem Buch sprechen wir gerade? Manu, du hast, glaube ich, sämtliche Regeln, die YouTube irgendwie aufgestellt hat, gerade sämtliche Regeln gebrochen. Ich habe eine Inhaltsangabe von Stephen King's S gegeben, okay? Quasi eine Rezension. Richtig, das war die Rezension. Also wenn du gleich einen Hubschrauber hörst, liegt es daran, dass ich gleich so ein Squad-Team abseil. Ja. Ich habe noch ein 4-fach abzugeben. Würde ich nicht Nein sagen für die AK. Ich würde es aufnehmen, ich habe nämlich noch gar nichts. Dann kann ich dir auch noch ein Holo geben, Josi. Aha, du liebst Daniel also mehr als mich. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, ja. Richtig, war eigentlich bei mich heimlich, hä? Hm? Hol meinen Kuchen raus. Wohl eher unheimlich. Der Tommy Gun. In Form von Kuchen? Cool. Und eine Autoshot. Liebe wird in Form von Süßigkeiten wiedergegeben, oder nicht? Eine SKS, Kinder. Es ist Weihnachten. Braucht jemand noch eine Tommy Gun? Keine SKS? Eine SKS. Auch noch ganz viel M416 Attachments, sonst habe ich kaum eine richtige Primärwaffe. Gut, dass ich auch gerade eine M416 aufgekloppt habe. Dann leg sie lieber zurück, Daniel. Ich will mich nicht prügeln lassen. Es ist nicht genug für uns beide da. Also jetzt vielleicht noch 200 Schuss und ich könnte mich richtig schön auf die Brücke stellen. Und vom Auto umgefahren werden. Klassik. Nee. Dann nimmt Mario sein WLAN-Headset, kann sich auch um den Kuchen kümmern und aus der Küche kommt dann ein Ratatatatatatatata, während wir hier schießen. Dann einfach nur die Vertonung, denn ist ja auch richtig Auto dabei. Auto im Nordosten. Ich verstecke mich, ich habe nur 30 Schuss. Bei mir ist noch eine Uzi. Ich glaube, er ist mega awesome geworden.
So. Auto ist nach Süden, Südosten weggefahren, also zur Brücke. Ich höre das Flugzeug. Ah, das fliegt noch auf die. Das fliegt genau auf die Military. Die brauchen, glaube ich, noch irgendwelchen Scheiß da drüben. Gehen wir zusammen über die Brücke oder nacheinander Suizid? Ich würde eher sagen, wir schwimmen unten durch. Ja. Wie sieht's denn aus, Maus? Kriege ich jetzt noch irgendein Visier oder? Ja. Ich habe noch ein Vierfach und ein Holo. Ich würde nach wie vor das Vierfach gerne nehmen. Oder ob Daniel nicht gekommen ist, kriegst du es auch. Ich würde mich auch dafür anmelden, falls ihr euch zwischendurch noch streitet, bevor du es abholst. So, schmeiß hin. Da. Aber ich warte erstmal die rote Zone noch ab hier. Bei mir ist hier eine M16 noch, aber ohne Munition. Die brauchte ich. Sonst hatte ich nichts mehr. Wir könnten aber auch oben rüber gehen und Leute abschießen. So wird's sein. Einer von uns hat ein Visier. Und die anderen sitzen drüben mit 8-fach hoch 10. Iron Sword. Achso, du meinst, wenn sie da schon campen? Ja. Ich wollte gerade sagen, ihr brauchst doch kein 8-fach. Ihr schießt einfach mit Iron Sword. Hier liegt noch eine UMP, aber hier wart ihr wahrscheinlich schon, ne? Ja, okay, sieht so aus. Ich habe übrigens keine Weste im ganzen Spiel gesehen bis jetzt. Ich habe genug Einser-Westen gesehen, aber ich bin auch ein bisschen weiter weg von euch. Hier ist ein Boot, aber ich lasse es stehen, weil das wird schon echt laut werden. Da kommt ein Auto. Schießen oder nicht schießen? Ja, schießen. Ein Treffer, glaube ich. Was ist denn das für eine komische Waffe mit 13 Schuss? Naja, da brauchst du einen Extended Mag, ansonsten musst du echt. Die macht richtig Schaden, aber die hat halt echt kleines Magazin im Standard. Dieses dumme Gefühl. Ja, da wird geschossen. Lauft ihr jetzt doch oben rüber? Ja. Todessehnsucht. Schönen Dank. Ich wollte unbedingt oben rüberlaufen und hab niemanden gefunden. Jetzt schwimme ich. Hä? Von mir aus sieht das so aus, wo zu laufen. Ja, weil ich direkt hinter der Brücke bin. Oh Gott! Ich hab keine Ahnung gehabt, wo die Schüsse gerade herkamen. Das war irgendwann das irgendwie. Hat sich ein bisschen gedämpft angehört, hm? Ja, ja. Da kam aber auch nur ein Schuss, ne? Wir kennen hinterher. Naja, ich hab drei bei mir zwischenhören. Wollen wir Deck hier noch abchecken? Aber wahrscheinlich bringt das nichts da, da sind wahrscheinlich schon welche. Auch definitiv noch ein Tactical Stock oben auf der Brücke ist einer. Tactical Stock hab ich. Wäre sehr gut. Wie die M4. Genau. Ja, hab ich. Also oben, wie gesagt, auf der Brücke ist einer. Direkt über mir. Ich schaff das. Ich fürchte, der hört mich auch, wenn ich warte schleiche. Warte doch auf uns, Manu, warte doch auf uns. Ja, ihr seid dann gleich da. Du weißt schon, dass hier der Unterschied 3 Meter Leben und Tod ausmachen kann, ne? Wie euch doch schon. Ja, aber dann warte doch hier, dass ich dir das Tactical noch geben kann. Ich schieße mit der AK gerade. Manchmal habe ich das Gefühl, Manu will nicht hören, oder? Ja, ich warte hier und danke dir. Ja, liegt. Nein, ich bin anti-autoritär erzogen worden, das möchte ich nicht. Jupp, drei Gegner direkt vor mir. Hab ich noch nicht gesehen. Was? Ich hab ihn 5-mal getroffen und er ist nicht umgefallen? Genau in die Dreier. Oh, ich sehe kein Schwein. Ich habe auch kein Schwein gesehen. Vor allen Dingen waren wir so nah aufeinander, dass Manus super Trick mit dem Guck, wo er hinguckt, nicht funktioniert hat. Ich sehe keine Sau. Oh ja, ihr seid mir gerade voll im Weg gewesen, ne? Wir sind wahrscheinlich sowieso jetzt alle tot. Gut.
Ja, die standen wunderbar auf der Brücke. Also es war einfach dämlich, dass du geschossen hast, ganz ehrlich. Er stand still da. Ja, aber wenn wir vorher gewusst hätten, wo die stehen, hätten wir mitschießen können. So musste ich wegrennen und dabei gucken, wo die stehen. Sag doch auf der Brücke oder so. Du hast gesagt, kurz vor mir. Ich habe nicht gesehen, wo du hinguckst. Herr Manu. Paddeln, paddeln, paddeln. Wieso ist Daniel eigentlich da hinten und ist nicht mit uns mitgekommen? Weil ich wusste, dass das ein Hiobs-Kommando wird. Verbrechen. Ja, aber wenn du uns alleine lässt, ist es doch viel wahrscheinlicher, dass wir sterben. Diesmal musst du das auf deine Kappe nehmen, Manu. Marius hat dir 5-mal gesagt, du sollst warten. Na, ich soll da, alles cool. Hab ich ja. Ja, konntet doch die ganze Zeit auf der Karte sehen, wo ich bin, oder? Ja. Mossi, bleib mal hier. Ich geh mal raus mit ihr eine Runde. Das ist sehr gut. Ich lass mir Zeit. Na, ich bin heute früh mit ihr gegangen. 10:30 oder wann das war. So. Zeig mal, was du kannst. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber zeig mal, was du kannst. Ja, ich wollte gerade sagen, wir will Wetten abschließen, dass ich... Hat schon gezeigt, was er kann. Ich sterbe eh, ohne einen Schuss abzugeben. Gegen 35 auch macht nichts. St- 35 Leute, die auf den Loot geiern jetzt. Echt jetzt? Ja. Habe ich dir aber auch gesagt. Bei unserem Barplan gibt es jetzt Kängurufleisch. Oh, ich dachte, wir haben jetzt ein Restaurant und da habe ich realisiert, was Barfen heißt. Känguru. Soll sehr lecker sein, habe ich ja noch nicht probiert. Ich habe schon mal Känguru gegessen. Ihr Mörder. Okay, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Guerilla-Anzug. Oh. Sagen, du siehst spannend aus. Musst jetzt aber auch den Busch spielen. Ist ziemlich unpräzise. Und die Zone aufsuchen, das wäre auch gut. Sobald du mir jetzt 3 Schuss damit abgibst, ist sie sehr unpräzise, die M249. War die nicht mal ultra genau? Wenn du liegst, nur wenn du liegst, dann ist sie ultra genau. Wenn du stehst, dann nicht mehr. Wenn du liegst, kannst du damit snipen. Ich bin ein Busch. Wenn jetzt jemand an die Kiste rankommt, werde ich ihn nicht erwischen. Ja, nimm noch die M249. Du musst halt nur in Seiten schießen. Ich wollte dich nur noch mal dran erinnern, dass das so verzieht denn. Sollte vielleicht in die andere Richtung gucken. Die Chance, dass was hinter mir kommt, ist relativ gering, aber die Chance ist wahrscheinlich da. Aber du bist ja relativ durchsichtig, wenn du den Anzug hast. Wir sehen ja noch nicht mal, dass du diesen Anzug hast. Das wird ja komischerweise nicht angezeigt. Was im Spec, wenn ich im Inventar bin? Na, ich sehe dich, wenn du im Inventar bist. Und achso, stimmt, ja. Ich sehe nur die, dass du 2 Rucksack, 1 Helm und 3 Weste hast. Das sehe ich. Warte einfach nur darauf, dass sich irgendwo im Nebel sich was bewegt. Ja, man muss sich aber gleich bewegen.
Eng. Piu, tot. Ich höre schon den Aufschrei. Ach, guck mal, da läuft einer mit einem Camouflage-Anzug. Tot. Ja, wenn würden sie nicht auf dich schießen, weil man kann dich ja nicht sehen. Ich denke immer, hier läuft einer, aber ich habe einen Fleck auf dem Bildschirm, ey. Habe ich auch schon so oft drauf reingefallen. Warum? Warum muss es immer so weit weg sein wie möglich? Oh, das ist so ungemütlich. Rechts will ich nicht langlaufen, weil da die Military ist. Und links haben sie euch erschossen. Das heißt, ich sitze wieder genau im Sandwich. Da hinten läuft einer. Krass. Ja, komm, ey. Da läuft einer. Oh! Luft anhalten. Ich bin ein Strauch. Ich bin ein Grasbüschel. Wenn ich den letzten beschieße. Aber ich sehe ihn nicht. Da sehe ich oben einen da. Das ist der zweite, das ist der dritte. Hat sich hingelegt. Da läuft Nummer 4. Ich habe nur 2 jetzt gesehen. Guck mal, Daniel links, weiter links. Geh mal raus aus dem Zoom. Genau da bei dem großen Baum. Da oben? Ja. Wenn du noch 2 cm weiter links gegangen wärst, hättest du genau drauf gezielt. Machst du dich gerade ein bisschen nackig? Naja. Ich muss ja, ich habe noch 20 Sekunden, ey. Du läufst genau auf sie zu jetzt. Ich kann nur hoffen, dass sie sich nicht umdrehen. Geh nochmal zurück. Bei der links. Ist das da oben einer? Nee. Nee, aber so. Diese Büsche, ey. Flieg doch über mich rüber. Ah, ich kann's. Ich sehe so. Links am Baum? Ja. Wenn du ihn siehst, geht ehrlich auch. Die machen das schon. Das ist aber gefährlich. Das ist auf jeden Fall gefährlich nahe. Ach, nimm das Auto. Das kriegt keiner mit. Ach, macht die Zone Schaden. Das ist doch der Wahnsinn. Zone tickt. Hast jetzt schon 16 Typen ausgesessen. Die sitzen ja auch was hier. Was macht eigentlich Manu? Ich tippe gerade. Ich habe mich wieder meine neuen Tinder-Likes bekommen. Kann ich wieder bei 12 Stunden rum, also kann ich weiterarbeiten. Meine neue also bewerten lassen. Wenn sie ja auch auf die Hälfte steigen, dann das dritte Mal einstellen. Ich mich unsicher gemacht. Du hast mich innerlich angegriffen. Echt? Das sollte eigentlich nett sein. Nein, ich mag meine schmierige Frisur, weil ich genauso schmierig im Herzen bin. Das glaube ich nicht. Ah, doch, doch. Oh nein. Ah. Oh nein. Ah. Wie man auch nichts sieht. Das ist der Wahnsinn. Auf der Insel hier ist der Nebel nochmal dichter.
Hast du auch ein kleineres Scope? Nee. Nicht mal ein Retter. What the fuck? Hey, was zum Teufel? Wie kann denn das angehen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Der ist gesprungen, hat sich im Sprung gedreht. Ja. Und der war tot. Ganz ehrlich, Daniel, ich habe eine sehr gute Erfahrung mit dem Landen zu machen, weil du gutes gut Loot hast und dann wunderbar in den Häuserkampf sozusagen gehen kannst. Also. Ich hab einen Gegner bei mir. Oh, ehrlich? Ja, bei Marius und Manu auf dem Dach. Ich möchte bitte in ein Haus. Bei Gegner? Oh, ja. Bei euch sind die Manu und Marius. Einer auf jeden Fall auf dem Dach mit, oder? Davor. Oh nein, bei mir ist direkt einer drin, ich kotze. Okay, einen haben wir. Jetzt das Weibchen. Josi, ich bin bei dir im Haus. Ehrlich jetzt? Wusstest du, dass also man mich auch Rocky nennt? In dem, wo ich jetzt bin oder wo ich gerade weg warte mal. Bin? Wo bist denn du? Nee, du bist im gleichen Haus wie ich. Okay. Warte mal, ich muss wahrscheinlich gleich von unten. Weil in Mainz ist... Dort wolltest du duchen. Hm? Hier rein. Lass doch die scheiß Tür offen. Na, ich hab sie doch zugemacht, als Cover. Weißt du, wenn die Tür zu ist, dann ist es mit der... Oder mal ganz gut. So unfassbar schnell. Beim Looten vor allem, ne? Das ist unheimlich. Gegner? Kein Gegner gehört. Hast du nicht mich gerade gemeint? Wir wollten da nicht lästern. Ja, aber wir haben gut gerade die Gegner getankt. Ja. Glaub, hast du irgendeine Waffe gefunden? Ich hab mal Revolver. Also. Noch irgendwo eine Pistole, denn ich hab gar nichts. Ja, eine Pistole lag hier irgendwo rum bei mir. Aber da waren nur 7 Schuss oder so, war ja so ein Päckchen, deswegen. Sind bei euch noch mehr Leute? Hab auch einen Revolver. Wenn hier aber ein Auto kommt. Aus Westen, Nordwesten. Ich hab nur eine Westen, Pistole. Nordwesten, also fährt wahrscheinlich vorbei, Norden. Oh, hält direkt an. Oh, lucky you, Alter. Ich wurde runtergeschossen, 2 Leute bei mir im Zimmer. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Beide haben Schrotflinten. Ah. Oh, auf mich geschossen. Liege sicher. Hab einen Ort. Das ist für den Killer. Jossi, wo bist du? Hilf ihm! Schieß in die Tür rein, da wo die Gegner sind. Hier hat doch keiner Waffe. Warte, nimm meine Waffe, nimm meine Waffe. Ich will da Daniel hoch. Nimm meine Waffe, Jossi, nimm meine Waffe. Oh, nimm meine Waffe, nimm meine Waffe! Daniel hoch. Breche ich denn das ab, wenn jetzt jemand kommt? F. Okay. Oder einfach losrauchen. Also steht doch da, ja, okay, sorry. Loslaufen dauert länger. Wenn ihr mir wollt, hol mich hoch. Geduckt aber bitte. Pass auf, es kommt einer. Er sitzt auf der Treppe. Ich dachte, die Tür ist zu. Nee, die ist wieder aufgegangen. Er ist rechts neben uns am Warte, er ist am Fenster gelaufen. Er ist draußen, er rundet uns, muss abbrechen, Josi, muss abbrechen. Er hat uns im Boden.